mir einige Gedanken machen über das eigentlich Wichtigste, was es im Leben eines Christen geben sollte. Und das ist das Gebet. Christen beten, und wer behauptet, er ist Christ und betet nicht, dem sein Christsein kann man auch in Frage stellen. Beim Beten geht es nicht nur darum, dass man irgendwelche Wünsche hofft, erfüllt zu bekommen. Gott ist kein Flaschengeist. Beim Beten geht es auch darum, eine Beziehung zu Gott zu pflegen und die Dinge auch auszusprechen. Gott möchte gebeten werden. In der Bibel heißt es zwar, dass Gott schon im Voraus alles weiß, was wir bitten möchten und was in unserem Herzen verborgen ist, aber dennoch sollen wir diese Dinge auch aussprechen und vor Gott bringen. Nicht, weil Gott das nicht vorher wüsste, sondern eben auch, damit wir selbst auch Glauben investieren dürfen und die Dinge auch selber hören, an die wir glauben und die wir erbeten möchten und worum wir auch beten möchten. Und auch wenn wir mit anderen in Gemeinschaft zusammen sind und beten, dann sollen auch die anderen das hören, dass wir uns nämlich durch unsere Gebete auch gegenseitig erbauen. Und das ist wichtig. Beten ist eine prinzipiell ganz existenzielle Sache, die den Glauben eines Menschen betrifft, den Glauben an Jesus Christus. Und er ist letztlich auch derjenige, der unsere Gebete für Gott brauchbar macht. Wir sind nicht würdig, aber Jesus Christus, das Lamm Gottes, ist würdig. Und er ist nicht nur unser Erlöser, unsere Heiligung und auch unsere Sühnung, er ist auch derjenige, der unsere Gebete vor dem ewigen Vater bringt. Und durch den Heiligen Geist die Dinge auch so verändert, dass sie bei Gott auch in der rechten Art und Weise ankommen. Wir beten ja oft manchmal nicht so glücklich, manchmal auch aus egozentrischen Motiven. Oder wir wissen manchmal überhaupt nicht, was wir eigentlich beten sollen, wie wir die Dinge einfach ausdrücken möchten oder können, die uns wichtig sind. Aber Gott weiß das und er wird auch durch den Heiligen Geist uns in unseren Gebeten leiten. In der Bibel heißt es auch, dass uns der Heilige Geist vertritt mit unaussprechlichen Seufzen. Auch das kann ein Gebet sein, wenn einem manchmal die Worte fehlen. Dann dürfen wir Gott auch um Weisheit bitten, und Gott ist nicht böse, wenn wir das tun, auch für Weisheit im Gebet, dass wir auch wissen, was wir beten sollen, für wen wir auch beten sollen. Fürbitte ist eine wichtige Sache. Und dass wir eben uns auch an dem orientieren, was uns auch Jesus Christus selbst gesagt hat, im Vater unser. Das bedeutet nicht, dass wir dieses Gebet einfach stupide runterleiern sollen, sondern damit wird ja was ausgedrückt. Vater unser bedeutet eben, dass wir auch glauben, dass es Gott gibt. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Und entsprechend sollen wir, wenn wir beten, auch an das glauben, was wir beten. Aber eben mit dem Zusatz, dein Wille geschehe. Gott weiß es immer besser. Und Gott erhört auch unsere Gebete. Darum heißt es auch in der Bibel, Gott erhört Gebete, darum kommt auch alles Fleisch zu ihm. Aber wir müssen da auch einen Unterschied machen. Nicht der Vorgang des Gebets alleine bewirkt etwas. Es gibt ja auch Buddhisten, die beten und alle möglichen Leute beten, sogar Ungläubige beten manchmal. Aber wir müssen und dürfen und sollen davon ausgehen, dass es einen Gott gibt und dass wir ihn auch durch Glauben ehren, dass wir ihn auch ernst nehmen durch den Glauben und dass wir eben auch daran glauben, dass unsere Gebete bei Gott ankommen, durch Jesus Christus und eben nicht nur bis zur Zimmerdecke gehen und das war's dann. Es gibt so viele Verheißungen, auch gerade was das Gebet betrifft. Und leider vernachlässigen wir Christen das manchmal und beten einfach nicht so, wie wir es eigentlich sollten und auch aufgrund der Verheißungen tun dürfen. Und es gibt einige wunderbare Texte in der Bibel und einen möchte ich jetzt mal vorlesen. Da steht in Matthäus 7, Verse 7 bis 11 und da heißt es, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt?
Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Eine von vielen wunderbaren Verheißungen, auf die wir uns stützen dürfen. So ein Gebet ist sicherlich kein Freibrief, dass wir jetzt beten können, was wir wollen. Und es gibt ja auch manche christlichen Gemeinden, die sagen, man muss eben nur stur und fest davon ausgehen und visualisieren, dass man irgendetwas bekommt, einfach schon Danke sagen für das, worum man bittet und das quasi schon vor Augen zu haben, visualisiert und dann geht es in Erfüllung. Aber das ist natürlich so nicht realistisch. Und wie gesagt, Gott ist kein Flaschengeist, den wir irgendwie nach unseren eigenen Gutdünken dazu bringen können, uns unsere Wünsche zu erfüllen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Gott möchte, dass wir in der Weise zu ihm beten und an ihn glauben, dass wir nach seinem Willen fragen, auch für unser Leben. Und Gott wird antworten. Vielleicht nicht immer in der Art und Weise, wie wir das gerne möchten. Oder auch nicht immer zu dem Zeitpunkt, den wir erhoffen. Und vielleicht auch nicht immer in der Art und Weise, wie wir das meinen, dass es gut wäre. Gott weiß es immer besser. Aber wir dürfen die Dinge aussprechen. Und Gott wird auch manche Gebete nicht lange auf sich warten lassen und uns auch die Antworten auch geben, die wir brauchen, die wir ersehnen. Nicht nur in großen Dingen, auch in kleinen Dingen. Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich irgendwas gesucht habe, verzweifelt, und dann gebetet habe und habe es gefunden. Und viele können auch diese Erfahrungen teilen, dass Gott auch in diesen kleinen Dingen uns gerne hilft und uns gerne beschenkt. Und solche Dinge sind Erfahrungswerte, die einem irgendwie auch dann zu Herzen gehen und die einen froh und dankbar machen und glücklich machen, auch in dem Moment, weil man weiß, Gott sieht mich, Gott versteht mich, er kennt meine Gedanken schon von ferne, er weiß, worum ich mich bemühe, mit was ich mich herumschlage, was mir schon wieder Sorgen und Nöte bereitet oder meine Zukunftsängste oder wenn ich krank bin und so weiter. Viele Dinge, die mich betreffen, die sieht Gott und er will uns auch helfen. Das bedeutet, dass man manchmal auch warten muss, Geduld haben muss. Und die Bibel sagt ausdrücklich, Geduld habt ihr nötig, damit ihr das Verheißene empfangt. Also viele Gebete, die wir aussprechen, die brauchen einfach auch ihre Zeit. Weil Gott will einfach nicht die Dinge uns geben und das war's dann, sondern Gottes Gutgaben haben immer einen Hintergrund. Und sie wollen uns auch immer in einer besonderen Art und Weise zu dem hinführen, was uns wirklich hilft und wirklich dient und was Gott letztlich ehrt. Die Dinge einfach zu verschenken und dann können wir gucken, was wir damit machen, das ist nicht im Sinne Gottes. Gott will mit diesen Dingen, die er uns gibt, auch etwas verbinden. Dass er unseren Glauben stärkt, dass wir auch die Dinge tun, die er möchte, dass wir sie tun. Wir haben auch Gaben, wir haben auch Talente, wir haben auch Möglichkeiten und Gott möchte auch, dass wir die einsetzen. Und wir dürfen auch insbesondere in der Fürbitte für andere Menschen beten, dass sie nämlich zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass sie zum Glauben kommen, dass Gott sie auf irgendeine Art und Weise mit seinem Wort, mit seinem Geist, mit seinem Willen berührt, dass sie zum Glauben kommen. Und diese Verheißung ist doch was ganz Besonderes. Das heißt vielleicht nicht unbedingt, dass man mit dem Gebet Leute irgendwie umkrempeln kann, ihnen irgendwie ihren Willen rauben kann und sie irgendwie zu frommen Marionetten machen kann. Das bedeutet das sicherlich nicht. Aber dass wir einfach im Vertrauen auf Gottes Gnade, dass Gottes Gnade auch an anderen Menschen, die uns wichtig sind, ebenso wirkt, wie es an uns gewirkt hat. Und dass wir einfach auch ein Zeugnis sein dürfen. Und wir dürfen auch Gott bitten um Kraft für den Alltag, für unsere Arbeit, für unseren Dienst, was wir tun. Aber wir dürfen auch um Kraft im Glauben, im Geist bitten. Das ist auch ganz wichtig, viel Wissen zu haben. Aber dieses Wissen nicht umsetzen zu können, keine Kraft zu haben, keine Energie zu haben, das ist letztlich eine Last, aber nicht unbedingt eine Freude. Und schon der König Salomo hat festgestellt, wo viel Wissen ist, da ist auch viel Leid. Und wir sollen auch Gott konkret darum bitten, dass er uns Kraft gibt, um auch unseren Glauben zu leben, ganz praktisch und auch im Heiligen Geist die Dinge tun, die er möchte, dass wir sie tun. Auch das können wir erbeten. Und Gott möchte auch, dass wir das tun. Dass wir nicht davon ausgehen,
dass wir tun und lassen können, dass wir wollen, sondern wir sind von Gott abhängig. Und das war sowohl vor unserer Bekehrung als auch danach. Und danach vielleicht noch viel mehr als sonst. Und wir brauchen die Gebete, auch die Gebete anderer. Wir sollen unsere Beziehung zu Gott pflegen. Wir sollen die Verheißungen ernst nehmen. Wir sollen in der Bibel lesen und auch auf der Grundlage dieser biblischen Verheißungen auch konkret beten und ihm auch sagen, Gott, Herr, ich stütze mich auf diese Verheißung. Ich glaube an dich und bitte hilf mir und segne doch dein Wort auch in meinem Leben und hilf mir in meiner Situation, zeig mir den Weg, den ich gehen soll, zeig mir, was ich tun soll, versorge mich und meine Lieben und sei du mit mir und gib mir Kraft zu glauben und auch anderen zu dienen. Das sind Gebete, die Gott ganz sicherlich erhören möchte und erhören wird, zu seiner Zeit und zu seiner Ehre. Gott segne euch.